Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Boss hier bei der Forscherliga. Wir wollen uns auf Heroisch den guten Ferix anschauen. Und er hat eine recht schlechte Eigenschaft, denn wenn er dieses Mal den Stab hat, dann macht er Schaden und er ist immun. Und wenn wir ihn haben, ja, dann haben wir halt den Stab. Deswegen habe ich ein schönes Priester-Deck zusammengestellt. Denn es gibt einen netten kleinen Trick, den man benutzen kann. Ich habe euch das Deck hier auch mal bereitgestellt. Ihr seid an der linken Seite. Und ja, das Wichtigste, was wir eigentlich brauchen, ist, wir brauchen hier dieses Schattenwort Schmerz. Denn damit können wir den Stab direkt zerstören, weil er macht ja nur 3 Schaden. Und wir brauchen eine Eule oder eine Stille oder irgendwas, damit wir halt eben schnell dann halt eben den Stab nicht mehr zu ihm zurückgehen lassen können. So, deswegen muss ich jetzt gucken, dass ich jetzt möglichst schnell eine Eule, und da kommt schon die Stille. Das heißt, ich schnapp mir den Stab, er kommt rüber zu mir, jetzt silence ich ihn. Dadurch verliert er die Fähigkeit, dass wenn diesen Todesröcheln-Effekt, und er hat im Prinzip ja weniger Chancen. So, hier hat er jetzt einen 5-Schader und wir bekommen einen Schattenwort Tod. Das ist natürlich perfekt. Das heißt, wir nehmen ihn weg. Jetzt bekommen wir zwar beide 5 Schaden, aber das ist ja nicht schlimm. Und was wir jetzt machen werden, ist, dass wir möglichst schnell probieren, einen hohen Tank aufzubauen. Das heißt, ich habe ja hier unten, habe ich ja unseren Riesen, wie heißt er, Todesfürst. Das heißt, den setze ich jetzt als Blocker hin, damit er da einfach nicht dran vorbeikommt. Er hat allerdings hier einen Feuerball. Er kriegt ihn nicht weg. Okay, ich setze lieber nochmal einen zweiten hin. Double den gleich mal. Und damit habe ich jetzt schon zwei 16er dran liegen. Das heißt, er hat jetzt ein ganz klein bisschen Problem. Er wird mir jetzt wahrscheinlich meinen 2-2er wegnehmen. Ja, klar. So, aber ich habe ja einen schönen Us. Das heißt, mit dem nehme ich ihm seine Waffe weg. Und den nehme ich ihn weg. Und den Kultist nehme ich mal fürs Buffen mit rein. Okay. Gut, er spielt schon die nächste Waffe. Aber setzt sie nicht ein. Interessant. Okay. Ich nehme ihm wieder seine Waffe weg. Einmal. Buffe ihn hier drüben. So. Die behalten wir uns für später. Aber heil jetzt erstmal lieber mich. Und hau den ganzen Schaden einmal auf ihn drauf. So. Er macht einen Flammenstoß. Ich glaub's nicht. Okay. Der wird schon mal ein bisschen geheilt. Jetzt könnte ich irgendwas Schönes. Das ist natürlich perfekt. Wenn ich jetzt Kreis der Heilung spiele, dann kriege ich 2 Karten. Aber ich glaube, ich belasse es mal bei einer Karte. Und ich bekomme Lichtbrunnen. Das ist natürlich perfekt im Zusammenspiel mit er hier. Perfekt, das können wir auch noch draufsetzen. Damit hat er jetzt schon 22 und wir können ihn direkt draufsetzen. Wenn wir jetzt. Er macht wieder einen Flammenstoß, ich glaub's nicht. Okay, damit bringt natürlich unser Brunnen jetzt nichts mehr. Da ist schon die nächste. Die setzen wir wieder ein und heilen unseren Brunnen, damit er da einfach nicht. Sehr schön, noch eine Kreis der Heilung. Wir bekommen 3 Karten. Und können ihn noch weiter buffen. Ich spiele wenigstens Außerwälder, damit macht er jetzt 4 Schaden. Das Verdoppeln können wir auch gleich reinsetzen. Komm, alles drauf. Er hat eh keinen direkten Zerstörer. Und mach auch noch, dass er ich geheilt wird. Also wirklich alles auf den einen Tank draufsetzen, was ihr irgendwie an Buffs bekommt, dann ist es eigentlich recht leicht schnell zum Lösen. Was? Oh. Ja, diese Kartezieherin hasst er ziemlich.
So, und dunkle Kultist. Ja. Er spielt eh gerade irgendwie nichts. Da setzen wir auch wieder ein bisschen was mit Heilung drauf. So, und weitere 4 Schaden. Damit steht es jetzt schon 30 zu 26. Okay. Okay. Die beiden sind. Eine Stille, perfekt. Die hauen wir auf sie drauf, dann macht sie schon mal nichts mehr. Damit kriegen wir sie weg. So, jetzt setzen wir ihn auf ihn und ihn auf sie. Können dann hier noch wieder ein bisschen heilen. Und die nächste Runde ist eingelötet. Was spielt er jetzt? Er will 3 Karten ziehen und sich ein bisschen Rüstung geben. Die ist extremst gemein. Dadurch, dass sie halt eben so viel Schaden macht. Wie setzen wir es an? Ja, ich glaube Massenbannung, dann passiert da schon mal nichts. Dann können wir. Erstmal ihn noch ein bisschen heilen, damit er mir nicht gleich wegstirbt. Dann schicken wir ihn auf den Raptor. Ihn schicken wir da drauf. Und an uns vorbei kommt er eh nicht. Der Tank ist zu stark. Er probiert ihn noch ein bisschen zum Buffen, damit er noch eine Karte bekommt. Ach, macht noch mal so einen Fünfer. Da ist natürlich perfekt, dass wir da oben noch mal die Karte haben. So, und wir haben die 5 Schaden von unten. Das heißt, mit ihm nehme ich ihn weg. So, den schicken wir ins Gesicht. Den schicken wir ins Gesicht. Dann heilen wir da noch ein bisschen. Und der 5-5er, der nutzt sich ja eh an uns ab. So ein bisschen. Na toll, jetzt nimmt er mir meinen Lichtbrunnen weg. So, da haben wir einen zweiten 5-5er. Und mit der Massenbannung können wir die beiden zu den nutzlosesten Karten auf dem Deck machen. Zack. Mein Schicksal So, die ist gehen weiter ins Gesicht. Wieso kriege ich nicht mein inneres Feuer? Ich habe sicherlich irgendwo noch mein inneres Feuer liegen. Ich habe da jetzt einen 4-46er liegen. So, und jetzt setzt er sein ganzes Deck ein. Oh, das war natürlich selten dämlich von ihm. Da ist wieder ein Lichtbrunnen. Den spielen wir natürlich. Perfekt. So, dann. Was machen wir? Also erstmal ihn heilen. Ich kann ihm seinen einen wegnehmen. Aber ich glaube, ich schicke den da drauf. Die anderen kommen eh nicht an meinem Tank vorbei. Dann setze ich die rein. Ich könnte ihm auch noch 6 Schaden irgendwie draufhauen. Aber ich glaube, wir lassen es jetzt aktuell so. Sieht eigentlich ganz gut aus. Es steht 30 zu 15. Er setzt sich wieder einen drauf. Und mal schauen. Oh, dann 5-2er. So, die begehen Harakiri. Und da ist ein inneres Feuer. Endlich. Jetzt kommt es endlich. Dann, ja, würde ich sagen, die Runde ist so gut wie beendet. Wir heilen uns hier noch ein bisschen. Setzen den drauf. Und er bekommt 40 Schaden rein ins Gesicht. Ach, hätte ich den ein bisschen früher bekommen, wäre es wahrscheinlich schon früher vorbei gewesen. Aber so haben wir es auch geschafft. Ja, das war die Runde gegen Ferix. Ja. Und jetzt müssen wir nur noch aus dem Tunnel entkommen. Hier, ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Es war echt eine coole Runde. Ja, und wir sehen uns dann gleich hier, wenn es rausgeht aus dem Tempel. Wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben und bis dann. Ciao.